Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Dieselfreunde. Ihr habt es gesehen am Titel des Videos. Tidet Teil 2 ist draußen. Wir unterteilen das Video in 5 unterschiedliche Bereiche. Das eine ist das Einfügen von Mod-Trailern. Das zweite ist Reparatur von Trailern. Das dritte ist Nutzung von Alias-Kollektoren. Nummer 4 ist Mod-Maps, das heißt also GPS-Punkte auslesen. Und 5 ist die Config-Datei bearbeiten. Lass uns anfangen mit den Mod-Trailern, weil ich muss es jetzt ohnehin selber machen gerade für den Ostseeliner. Und ihr habt dann auch, muss ich mal gucken, wie wir das machen, aber ich muss jetzt hier in mein Hauptprofil ohnehin den Ostseeliner-Trailer, den 4-Achs-Kühler einfügen, den hatte ich bis jetzt da noch nicht drin. Ihr habt ihn in den Videos zwar schon mal gesehen, allerdings war das immer so ein Ausweichprofil, um das Hauptstory-Profil dort nicht zu verunreinigen oder zu belasten, sondern es kommt wirklich erst rein, wenn die Story das benötigt und wenn ich es auch kaufe und dann mache. Und deswegen machen wir das heute und jetzt. Ich möchte einfügen diesen 4-Achs-Ostseeliner-Kühler. Den habe ich mir jetzt schon mal kopiert und das Ganze möchte ich jetzt quasi auch ins Spiel einfügen und dazu kopiert ihr euch dann meinetwegen diese Geschichte in eurer Mod, in euren Mod-Ordner. Das ist dann zum Beispiel hier, ich habe das bei mir schon immer auf den Schnellzugriff, Dokumente, Euro Truck Simulator, Mod, sondern haben wir hier den möchte ich jetzt diesen Mod hier ersetzen durch den Ostseeliner 4-Achs-Trailer. Das heißt, ich kopiere mir den jetzt hier rein. Dann haben wir ihn hier. Den kann ich löschen, den brauche ich nicht mehr. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir benennen diese Datei, diese SCS-Datei in ZIP um. Ja, wunderbar. Dann machen wir uns hier, ich mache das jetzt zum Beispiel, wir löschen das ohnehin dann nachher gleich wieder, weil wir es nicht weiter brauchen. Machen wir uns jetzt kurz einen Temp-Arbeitsordner, ja, dass ihr das immer wieder wisst. Und dort entpacken wir diese ganze Geschichte hinein. Wenn ihr nachher schon ein bisschen erfahrener seid, dann braucht ihr das alles gar nicht mehr machen. Aber wir machen das hier quasi aus der Grundstruktur. Und kopieren uns also hier diesen kompletten Inhalt, so ein paar mehr Dateien, jetzt hier rein. Dann müsste gleich fertig sein. So, da haben wir es auch schon. Dann gehen wir in so eine Profiles rein. Und schauen nach unserem Profil, da wo ich das einfügen möchte. Das ist bei mir dieses hier. So, dann Save. Und wir gehen in den Autosave rein. So. Und dort gibt es eine Datei, die nennt sich Trailer.txt. Die öffnet ihr euch mit dem WordPad. Mache ich das immer ganz gerne. So, wollten wir jetzt nicht ganz groß haben, weil wir brauchen die andere Bildschirmhälfte noch für ein paar andere Sachen. So, jetzt scrollen wir bis ganz nach unten und dann seht ihr hier verschiedene Einträge und die brauchen wir jetzt. So, ich habe jetzt hier, wundert euch nicht, die Ansicht nochmal geändert. Ja, das heißt kein Zeilenumbruch, dass wir wirklich pro Trailer dann eine Zeile haben, dann lässt sich das viel besser erklären. So, wir möchten jetzt also diesen Ostseeliner-Trailer mit dazu bringen. Das ist wie gesagt dieser Mod hier, den wir erstmal Tidet mitteilen müssen. Bitte diesen Mod mit erkennen, diesen Trailer. So, das machen wir jetzt folgendermaßen. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar drinne. Ich habe meinen Martini-Trailer, hier oben geht es nämlich los, Edersee-Trailer, meinen Martini-Profiliner habe ich drinne, mein Krone-Jumbo, dann die Wendigo-Cistern. Warum ich den drinne habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Rheintrans-Silo, die kann ich mal alle rausschmeißen, weil die nutze ich ja in dem Sinne gar nicht. Dann habe ich hier noch offene Plane, die kommen dann später noch in die Story rein. Und jetzt kommt unser Ostseeliner rein, ja. Ostsee 1.31, das ist nochmal wichtig. Und jetzt machen wir ein Komma. Komma trennt quasi jetzt hier diesen nächsten Eintrag, den wir uns jetzt aus dem Mod, aus der Dev entsprechend ziehen. So,
Jetzt seht ihr auch schon eigentlich hier den Verzeichnispfad, zum Beispiel von diesen Vorgängern, den ihr auch im Mod folgen müsst. Wir müssen erst in die Dev rein, wie Highgate Trailer, und dann steht hier zum Beispiel SKO Machine und dann Chassis SEI. Die muss nicht immer Chassis SEI sein, je nachdem wie der Modder die benannt hat, aber sie ist auf jeden Fall in der Trailer-Verzeichnis drin und dann Chassis SEI. Das machen wir auch. Wir gehen hier rein, Dev, ja, wie Heike, wir erinnern uns, Dev hier, wie Heike, Trailer, hier ist, und dann guckt ihr hier drüben wieder, Trailer ist auch hier. So, und dann steht hier eine SEI drin. Und da gehen wir jetzt rein. Ja. Könnt auch nochmal hier meinetwegen reingehen, und dann haben wir hier die Chassis SEI. So, und die nehmen wir uns jetzt. Das heißt, sie falsch aufgemacht. Naja, soll auch mal sein, ist ja nicht schlecht. So, dann machen wir wieder mit WordPad auf. Und dann haben wir hier diese Einträge, die wir brauchen. So, machen wir ein bisschen kleineres Fenster. Ist auch ein bisschen erhöhter Schwierigkeitsgrad, weil wir haben jetzt hier und heute dann auch nochmal. Ach so, nee, das ist schon. Das ist nicht die, die wir brauchen. Wir brauchen dann wohl doch eine weiter oben. Ach, wieder verkehrt. Wieder mit WordPad öffnen. Ja, genau, das ist die, die wir brauchen. So muss die aussehen, ja. Trailer SKO. Und dann müssen hier Accessories stehen mit den entsprechenden vier Achsen und dem Chassis-Eintrag. So, und das erste, was wir brauchen, ist der Chassis-Eintrag. Und das ist der hier. Der ist bei Vehicle Accessory. Schaut euch das hier an, wo Vehicle Accessory steht. Dann Data Pass und dann dieser Eintrag zwischen den Gänsefüßchen. So, den nehmt euch. Steuerung C. Und dann kopiert ihr euch das einfach und mit Steuerung V einsetzen dort hinein. Jetzt kommt der nächste Eintrag. Dann macht er wieder ein Komma und dann kommt der nächste Eintrag. Und der bedeutet diese 3 hier zum Beispiel. Das hatten wir ja schon im TDET1 Video. Hier machen wir eine 4 rein. Anzahl der Achsen. Und dieser Trailer, den ich jetzt einfüge, der Ostseeliner, der hat 4 Achsen. Also 4 Achsen. Dann machen wir wieder ein Komma dahinter, sagen okay, neu. Und jetzt kommt Dev wie Heike, T-Wheel, Safalu zum Beispiel. Und das ist der Offset 0 Eintrag. Also ihr guckt hier nach dem großen Überschrift wie Heike Wheel Accessory. Und dann guckt er nach Offset 0. Und dann zieht er euch da beim Data Pass, wieder beim Datenpfad, diesen Eintrag hier. Und den kopieren wir uns dann wieder rein. Steuerung C, markieren, Steuerung C. Ansetzen hier, wo der Cursor sitzt, Steuerung V, dann ist er drin. Und dann machen wir wieder ein Komma und dann gibt er den Preis an. Und jetzt machen wir mal wieder einen Preis, weil ich habe das ja in der Story alles schon gekauft und so weiter, im Preis und in der Finanzierung mit berücksichtigt. Machen wir wieder eine 1, damit es mich nicht zu sehr belastet. Ihr könnt auch hier gerne nur 100.000 reingeben für einen realistischen Preis für so einen Spezialtrailer. Also das bleibt euch überlassen, wie ihr halt dieses Spiel dann auch gerne spielen möchtet. Ich lasse es jetzt bei der 1 und dann machen wir wieder zu und speichern das Ganze. Und das könnt ihr zumachen, das Ganze hier, den Temp-Arbeit, den brauchen wir jetzt nicht mehr, den löschen wir uns. Ja? So, das war's schon. Jetzt haben wir Trailer.txt, die haben wir drinne. Und jetzt können wir schon an und für sich unser TDET aufmachen. Jetzt machen wir uns also hier das TDET auf. Der Eintrag ist getan. Ihr seht aktuelles Datum. Und jetzt sehen wir wieder unser TDET. Und jetzt seht ihr hier Own a Trailer. Das heißt Trailer, die uns schon gehören. Den haben wir aber noch nicht gekauft. Okay? Also hier haben wir zum Beispiel den Benstorp, der in der Story drin ist. Dann Martini Profi, dieser wunderschöne Trailer. Dann haben wir den Krone 4-Achs Jumbo, den ich gerade nutze. Dieses im Übrigen gerade in der Reparatur. Hier ist dieser blaue Eintrag. Der ist gesperrt bis Woche 41, Donnerstag 6.50 Uhr wird er repariert. Ja, der hat nämlich einen 24% Schaden. Und wenn ihr den reparieren wollt, dann müsst ihr auch das Ganze hier auf 0 setzen und dann doppelklicken auf Wear und dann wird er in Reparatur gesetzt. Okay? Können wir bei denen uns auch mal angucken, der hat nur 4% Schaden und der hat 8 oder 9% Schaden. Mal gucken, ob da was geht.
Und er sagte mir, also ich weiß es nicht, aber alles, was unter 20 oder 15% Schaden ist, gibt uns diese Meldung raus. Das können wir bestimmt in der Config auch noch ändern. Okay, jetzt wollen wir aber unseren Oszilliner dazusetzen und dann gehen wir auf Buy Trailer, gehen hier runter und siehe da, hier ist der OSC131 und hier sind auch all die anderen Einträge. So, da sagt er uns schon, jetzt übernimmt er ja die ganzen Einträge, die wir gemacht haben. Also Chassis ist ja das, was wir reinkopiert haben. Wheels ist das, was wir reinkopiert haben. Seht ihr, da tauchen die wieder auf. So, und jetzt sagen wir noch, welches Land. Das ist eigentlich ziemlich egal, weil es ein Kennzeichen ist drauf. So, und dann tragt ihr noch Deutschland ein oder wo auch immer ihr sitzt oder wie, wo auch immer ihr das gerne haben möchtet. Und dann geht ihr auf Buy Trailer. So, dann ist der aber immer noch nicht angehängt. So, ich habe jetzt hier noch eine Fantasienummer 39.755 drin. Jetzt sehe ich gerade, das ist mir eigentlich in meinem Profil zu viel. Und den möchte ich den Trailer ein bisschen teurer machen. Dann machen wir das nämlich gleich mal, weil ich habe eigentlich in der Story eher so 16.000, 18.000 Euro sollten jetzt auf dem Konto sein. Das heißt, ich gebe dem Trailer jetzt einen Preis von 20.000. Das machen wir jetzt mal zusammen. Wir speichern das Ganze also nicht ab und gehen jetzt nochmal in die Trailer.txt. Haben dann hier den Ostseeline-Trailer. Ich werde gerade hier von der Katze umgarnt, das kitzelt an den Beinen. Und sagen, wir geben den 20.000 Euro, speichern das wieder. Und machen uns dann wieder unser Tedit auf. Ihr seht, ich mache das ein bisschen interaktiver jetzt mit euch und ein bisschen gesteigerter Schwierigkeitsgrad. Dadurch, dass wir vorhin nicht gespeichert haben, ist hier auch noch der falsche Safe Game Eintrag. Und ich habe auch noch diesen Money Account von 39.756 Euro. Und bevor ich jetzt wieder mir das zurecht cheate, also ich mache das immer mit so einem Cheat-Programm, das greift dann in die ASCII-Struktur ein. Können wir es jetzt, weil wir eh schon dran sind, könnt ihr auch mit Tedit, mit diesen Preisen, hier also auch euren Kontostand beeinflussen. So, und jetzt machen wir wieder Buy Trailer, gleiche Geschichte wie eben. Scrollen wieder ganz runter, Oszilliner, und jetzt seht ihr auf einmal, der Preis sind 20.000. Das ist genau das, was ich haben will, dann muss ich halt nicht nochmal das anders beeinflussen, kann gleich meinen Kontostand beeinflussen, sodass wir dann eigentlich da sind, wo die Story das eigentlich haben soll. So, dann machen wir Buy Trailer. Und dann seht ihr schon, aha, Trailer wurde gekauft. Wir haben hier einen Eintrag mehr. Das ist der SKO Cargo 4-Achs-Chassis. Und der Money-Account hat sich auch geändert. Und damit dieser Trailer jetzt assigned, das heißt also zugewiesen wird zu unserer Zugmaschine, die wir aktuell im Profil angewählt haben, müssen wir also hier diesen Trailer hier, diese Geschichte doppelklicken. Das hatte ich euch hier alles schon erklärt. Hier machen wir gar nichts. Saven das, also speichern das. Und ich sehe erst immer noch nicht zugewiesen. Wenn ich den jetzt mache, dann hat er den. Ah, jetzt, ja, klar. Okay, jetzt hat er den, also hier vorne drauf, nicht hier, sondern hier vorne drauf, also zuweisen, weil das ist ja nur Accessories. Und hier müssen wir den Trailer dann durch das Doppelklicken zuweisen. Also wir haben jetzt den SKO Cargo 4-Achs zugewiesen. Und ihr seht, mehr muss man nicht machen. Ich mache immer noch mal so eine Total Cargo Mess von 10 mit rein, also für ein bisschen Zeug, was einfach so drinne liegt. Könnten noch mehr sein. Sicherlich hat man da mal für 50 Kilo Paletten und so weiter. Also können wir ruhig mal eintragen hier in den Palettenkasten drin und so weiter. Also machen wir das mal hier rein. Safe Game, ja. Und that's it. Bam. So, und jetzt starten wir mal das Spiel und gucken mal, ob das zugewiesen ist. Und da sind wir auch schon im Mod Manager. Was wir natürlich noch machen müssen, ist diesen Trailer anzuwählen. Das ist der alte, der kommt raus, der neue ist drin. So, und dann setzen wir den hier noch nach unten und bestätigen das Ganze und gehen dann auf Fortsetzen und starten das Spiel. So, da sind wir dann auch schon im Spiel. Ich habe das jetzt übersprungen so ein bisschen. Und da ist jetzt auch der Zug. Ich zeige es euch so von oben, weil ich will noch nicht zu viel zeigen. Da ist die Zugmaschine
Und hier ist der Trailer. Und ich zeige euch das jetzt wirklich noch nicht zu detailliert, weil die Zugmaschine und so weiter, den gesamten Zug, sollt ihr dann erst sehen, wenn es soweit So, ist. wieder draußen aus dem Spiel gehen wir wieder ins Tethys rein. Das haben wir zwar gerade schon mal gemacht, aber die Überschrift lautet jetzt Reparatur. Und zwar, wenn ihr jetzt einen Trailer habt und der ist attached, dann geht ihr auf den Trailer mal drauf. Und wenn ihr ihn jetzt reparieren wollt, wie zum Beispiel, der ist jetzt nicht attached oder so, dann doppelklickt ihr einfach, geht auf Wear, ja, auf diese Zahl, und diese Zahl bedeutet zum Beispiel 0,089. Wir haben also 0,08 oder 9%, also 8,9% Schaden am Trailer. Wenn ihr das reparieren wollt, dann doppelklickt ihr hier drauf und dann müsst ihr das entsprechend bestätigen. Er sagt mir jetzt hier, dass der Trailer quasi noch unbenutzt ist, mehr oder weniger. Und deswegen geht das nicht. Also das ist es schon. Das ist ganz einfach. So, nächster Punkt. Alias-Kollektoren. So, Alias-Kollektoren. Das ist jetzt eigentlich ganz interessant. Jetzt habe ich diese schon aufgemacht, aber ist eigentlich egal. Was ihr erstmal macht, ihr schreibt euch erstmal einen Ordner. Den habe ich zum Beispiel bei mir genannt Collectors ETS2 alle Devs. So, hier sind alle Dev-Dateien einfach reinkopiert. Ja? Und zwar, da braucht ihr gar nicht rein. Ihr nehmt zum Beispiel von dem Ostseeliner, das ist ja der hier, also gehen wir jetzt mal wieder hier rein in unseren Mod-Ordner, ja, machen das gleich mal mit diesem, das, mit dem Trailer. Und das macht ihr nicht nur mit dem Trailer, das macht ihr mit jedem Mod, den ihr habt. Mit jedem. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt hier das 50K-Add-on ist oder ob es jetzt hier zum Beispiel die Roadmap-Dev ist oder ob es jetzt, hier zeige ich euch noch, wie man es macht, oder ob es jetzt die Pro-Mod-Dev ist. Nur die Pro-Mod-Dev bitte nicht komplett hier rein, das machen wir gleich. So, jetzt nehmt ihr euren Trailer, den Ostseeliner 131. Oh, warte mal, wo haben wir denn? Wo ist er denn schon wieder abgeblieben? Machen wir mal Änderungen. So, komm her. Krone, nee, nee. Mal gerade selber mal gucken. Änderung. Den haben wir doch gerade geändert. Umbenannt. Krone Megaliner Ekeri. Nee, den brauche ich nicht. Den können wir mal löschen. Da haben wir einen 4X Ostseeliner 131. Dann machen wir uns nochmal auf, machen das wieder klein und gucken dann hier rein. So, und diese Dev, ja, die schiebt ihr euch einfach in euren Arbeitsordner Collectors ETS mit dem Unterordner Dev. So, den schiebt ihr euch da einfach rein. Jetzt macht er da einen Haufen Krempel, weil er muss das alles auslesen. So, und dann Datei im Ziel ersetzen. Ja, er schreibt das ja immer einfach mit dazu. Oh, nun mach bitte mal hier, meine Güte. Muss ein bisschen Geduld mitbringen, das dauert teilweise recht lange. Auch beim System, das wie hier 4,9 GHz läuft und mit M2 SSDs ausgestattet ist und dem schnellsten RAM, den man kriegen kann, und dem und dies. Und Gottes Willen, jetzt wird halt fertig. So, da sind wir wieder. Er ist fertig. Er hat also das hier reingesetzt. So ist andere alles drinne. Und jetzt haben wir also erstmal die Dev hier reinkopiert vom von dem Trailer. Kann man das wieder zumachen. Und dann habe ich schon mal die Pro-Mod-Dev hier vorbereitet. Wir können jetzt auch die wieder hier umbenennen in SCS, wenn ihr das wollt. Also dem Programm, dem Eurotruck oder American Truck Simulator, ist egal, ob das Ding SCS heißt oder SIP. Ja, nur dass ihr es wisst.
So, ich habe jetzt meine ProMod-Staff, die wird bei euch SCS heißen. Die habe ich jetzt schon mal in SIP umbenannt. Das macht ihr dann bitte auch, so wie ich es gerade gezeigt habe. Die macht ihr euch auch auf mit eurem WinRAR oder was auch immer ihr habt. Und diese Dev zieht ihr euch dann wieder rein hier. Oh, mal wieder diese ganzen Krippelkram. Seht ihr, also ich mache jetzt die Dev gerade, kopiere ich einfach da rein von einem Trailer und jetzt einfach von einer Modmap. Und vielleicht ist er dann jetzt auch mal irgendwann fertig. Dum, 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 dum. Naja, müsst ihr jetzt mitleiden. So, da haben wir es. So, und hier sind von mir schon wirklich ein Haufen gesammelte Dev-Dateien drin. Der Dev-Ordner, der reine Ordner, ist schon ein bisschen größer hier mit 38 MB. Wir können ja mal gucken, wie groß der hier ist. Na, hier kann ich jetzt keine Eigenschaften. Aber der ist schon ein bisschen größer geworden. Hier sind ein Haufen Daten. Also all diese Mods, die wir hier haben, die sind da schon gesammelt. Machen wir wieder zu. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Nennen wir wieder ein SCS um, damit ihr nicht durcheinander kommt. Jo. Und das macht ihr wirklich mit jedem einzelnen eurer Mods, die da drin ist. Das ist einfach Arbeit. Und wenn ihr dann noch in der Steam Library welche drin habt, dann müsst ihr diese auch euch da rausholen. Das heißt, das ist die Steam Mod Library, müsst da reingehen und das müsst ihr anhand von Zahlen machen. Das ist ein Durchgewusel. Ich mache das ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich halt rote Einträge, meine Güte, in TDET, die stören aber auch nicht. So, und jetzt kommt das eigentlich Interessante. Jetzt gehen wir hier links erstmal wieder in unser Profil rein, das wir benutzen. Save, da wo also TDET liegt, Autosave. So, und jetzt seht ihr Folgendes. Jetzt haben wir hier die Aliases-Kollektoren, den und den. Ja, den habt ihr auch hier. Und den anderen habe ich jetzt nicht mit reinkopiert, weil die braucht ihr in dem Ordner auch nicht. Aber diese Alias-Kollektoren, wenn wir die gleich starten, die erzeugen Dateien. Ihr seht, die sind alle vom 5.5., also vom Mai und ein bisschen älter, aber nichts von heute. So, und jetzt starten wir die Dinger mal. So, und jetzt haben wir nämlich Alias-Kollektor normale, der sammelt die ganzen Daten zu den Aliasen, das heißt Frachten und so weiter. Und dann haben wir noch einen Special Cargo Collector, der das auch nochmal rausgibt. So, jetzt starten wir den mal. Einfach draufklicken. Jetzt sagt er, okay, ready to go. Press Go Button, Go. Bam, fertig. Kann man wieder zumachen. Und jetzt seht ihr hier, 1.8., er hat ein paar Dateien, hat er aktualisiert. Ja? Und dann machen wir das. Weil er geht nämlich automatisch hier in diese Dev rein und liest alles aus, was er braucht. So, jetzt nehmen wir diese Dateien und upsala, und geben die schon mal hier rüber. Die zum Beispiel im CL ersetzen, die alte brauchen wir nicht mehr. Dann die ersetzen. Jawohl. So, das sind die beiden, die er jetzt aktualisiert hat. Ja? 1.8., 1.8. Die anderen sind alle noch alt. Jetzt machen wir die Special Cargo und starten das auch einfach. Bam. Da wirft er manchmal so ein paar Fehler mit raus. Unit Cargos added 759, Unit Trailers Count 103. Okay. Naja, jetzt habe ich es nochmal gemacht, das ist vollkommen unnötig. Gut, und jetzt hat er uns auch hier wieder. Ja, das bringt er manchmal, aber wir haben die Dateien. Und die schmeißt ihr rüber und ersetzt die alten im Ziel. So, und dann haben wir hier nochmal ein paar neue. Ich glaube, die hatte ich schon, aber wir machen mal alles, was Neues. Schieben wir einfach nochmal rüber. Ja? Dann ersetzt er die zwar nochmal, aber ist jetzt auch egal. Schwumm. Gut, das war eigentlich schon die Vorgehensweise, um mir zum Beispiel alles an Ladungen auszulesen und so weiter für TDET. So, die weitere Geschichte ist GPS-Text.
Das ist die hier. Und das ist jetzt die Datei für die ganzen GPS-Koordinaten für die SCS-Map und für die Promox-Map. Und das sind quasi all die ausgelesenen GPS-Koordinaten. Das müsst ihr mit dem GPS-Extractor machen. Das ist mir jetzt allerdings ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Das mit euch zu machen ist jetzt nicht unbedingt schwer. Und zwar ist es relativ easy. Ihr gebt einfach mal ein, zum Beispiel TDIT ProMods GPS. Ja, das gebt ihr ein. Dann kommt ihr schon auf ProMods.net zum Beispiel. Und dann klickt ihr hier oben drauf. Und dann habt ihr hier nämlich eine Arbeitsanweisung. So. Und zwar erstens, ein Folder where ETS is installed, you must create a folder base and add it a subfolder map. Das heißt, man muss einen Ordner base und darin einen Ordner map erzeugen. Dann startet man das Spiel, geht in die Konsole, startet sie, das ist wieder oben links, ne, mit der Taste, links von der 1. Dann lädt man eine Map, das heißt, man gibt das Command Edit Europe or Edit USA ein. Dann speichert man das im Textformat, das heißt Command Edit Save Text Europe, for instance. Also dann hast du hier den Map-Namen Europa geändert. Vergeben, da stehen dann quasi diese ganzen GPS-Daten drin. Dann wartet man eine Weile und dann kopiert man GPS-Extractor Exe in den Game-Folder, den man hier oben angelegt hat, startet den GPS-Extractor und geht los mit Go. Und dann, wenn du fertig bist, hast du quasi dein GPS-Text-File. Das ist es eigentlich schon. Das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Und ich muss das auch mal wieder bei mir machen. Dauert mir jetzt aber ehrlich gesagt zu lange, weil ich muss jetzt wieder die Map extrahieren und so weiter. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust drauf, aber das könnt ihr selber machen, wie gesagt. Das seht ihr dann hier und das ist wirklich nicht schwer. Was haben wir noch? Wir haben die Alias-Kollektoren und die Config wollten wir noch machen. Config, auch hier haben wir eine Config-Map-Datei. Das heißt, ihr sucht quasi in euren Verzeichnis, wo ihr euer TDIT installiert habt, nach der config.config, also CFG. Die öffnet ihr wieder mit einem WordPad und kriegt dann hier so eine Datei. So, hier steht eine ganze Menge drin, aber das, was euch wohl am meisten interessieren wird, jetzt stehen hier ganzen City-Namen, das heißt Stadtnamen drin, stehen drin. Und aber das, was für euch jetzt oftmals mit am interessantesten sind, das sind eigentlich so diese Einträge dann, die später hier ab diesen ganzen Städtenamen kommen. Außerdem haben wir hier auch noch Willnet-Trans und so weiter. Das heißt also, die ganzen, wir haben verschiedene Einträge von speziellen Ladungen, wir haben Einträge von Firmen, Fahrzeugen und Städten. Und dann kann man sich hier zum Beispiel für TDIT bestimmte Limits machen. Also Limit, Cost per Kilometer, Max zum Beispiel 10, Cost per Kilometer 10. Das sind so die Standardeinträge, die er gibt. Das ist eigentlich eher uninteressant, weil das könnt ihr dann eigentlich immer entsprechend vergeben. Interessant ist noch zum Beispiel jetzt hier der Eintrag Load Kilogramm per Hour. So, da steht, glaube ich, normalerweise 10 Tonnen, also 40.000 Kilogramm. Das habe ich mir zum Beispiel geändert, weil wenn man das sieht, wie schnell die da normalerweise mit ihren kleinen Ameisen rein und raus zischen, also das entladen die nicht nur 10 Tonnen pro Stunde, sondern das geht deutlich schneller, also 40 Tonnen, das heißt also ein Zug sollte innerhalb von einer halben Stunde, also 20, 25 Tonnen in einer halben Stunde entladen sein, weil er 40 Tonnen pro Stunde, also 40.000 Kilogramm. Das ist eigentlich so mit der wichtigste Eintrag, das macht ihr euch. Ich mache das jetzt zum Beispiel mal bei mir 50.000, das heißt 25 Tonnen, eine halbe Stunde brauchen die Türen aufmachen und so weiter, was alles dazugehört. Ne? So, dann haben wir hier noch zum Beispiel, wenn ihr Auflieger habt, die ihr jetzt zum Beispiel, die besonders groß sind, wo ihr mehr als diese üblichen 22 Tonnen transportieren wollt und auch könnt, dann könnt ihr hier zum Beispiel auch hier diese Einträge vornehmen. Das kann man im TDIT selber auch machen, das zeige ich euch gleich nochmal, aber hier habt ihr dann quasi diese Zeit. So,
So, dann habt ihr hier zum Beispiel, ist auch interessant, Next Payment Time, diesen Eintrag habe ich auch noch nicht geändert, aber dass halt das Payment nicht sofort kommt, sondern dass es vielleicht ein bisschen später kommt. Dann könnt ihr an Radius to Base, das heißt wie weit, 7000 Meter könnt ihr jetzt, das heißt 7 Kilometer glaube ich, von der Base, könnt ihr den abstellen und den Job schon beenden und dann ins Tethered reingehen. Ich fahre mal direkt an die Base und stelle das direkt ein. Und dann sind hier noch ein Haufen anderer Einträge, Sleeping Time, ja, weiß ich jetzt nicht, was das ehrlich gesagt sein soll, Sleeping Time, ich weiß nicht, ob du da schon einstellen kannst, ob du schlafen kannst oder nicht, also ist ganz unterschiedlich so, aber wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich hier Load Kilogramm per Hour, da könnt ihr euch das einstellen. So, das machen wir mal zu, speichern. Und jetzt gehen wir nochmal zu Tethered selber rein, weil das bietet euch in der 6.14er Version schon relativ viele Möglichkeiten. Und zwar in der Dispatcher-Config auch reinzugehen. Das heißt, ich habe hier überall diese grauen Button, ne? Das sind diese ganzen Button, die ihr macht. Ich mache zum Beispiel immer, dass ich mir den Job besorge und so weiter. Dann mache ich Sign Contract, der Job wird hier eingetragen. Und dann gehe ich automatisch auf GPS und Notebook, sodass es da also auch im Spiel die GPS übertragen werden und das und auch im Notebook mit angezeigt werden. Call Dispatcher, das ist dann nochmal, wenn ihr irgendwo vor Ort seid, ob er irgendwo Aufträge hat, aber er sagt mir jetzt zum Beispiel, da wo ich jetzt bin im Spiel, gerade keine Jobs gefunden. Da liest er einfach aus dem Spiel, aus der Savegame-Datei bestimmte Inhalte aus. Und dann habt ihr nochmal die Dispatcher-Config. Und hier könnt ihr das alles eingeben. Ja? Wir haben hier das Mass-Limit, also ich habe das auf 32,5 Tonnen erhöht. Dann haben wir hier Radius from Truck and Meter. Das ist eine komische Geschichte, 7000, wie das beeinflusst wird. Das habe ich mir selber noch nie angeschaut. In Meter, das heißt 1000 entspricht 19 und 100 entspricht 1,9 Kilometer. Also was jetzt dieser Eintrag direkt sein soll, kann ich euch nicht sagen. Aber wenn ich weiß, wenn du halt schon zwei Straßen zu weit weg bist, dann akzeptiert das auch nicht mehr. Also 133 Kilometer ist irgendwie auch... Oder er sucht da die Jobs. Das kann auch sein. Also dass er dort... Das könnte sein, ne? Radius Target from Target Base, dass er da die Jobs sucht. Job Distance in Minutes. Was ist denn, wenn man das hier? Minimum. Job Distance Minimum 0. Job Distance Max. Wenn ich jetzt hier 1000 eingebe. 9000. Mal gucken, ob er mir dann, wenn ich die Jobsuche, was anders ausgibt. So, und hier könnt ihr halt die Mass Limit einstellen, allerdings halt auch nicht die Entladezeit. Ne? Und das haben wir dann in der Config gemacht. Trailers Config, was ist denn das jetzt hier? Okay, mal, mal gucken. Dann haben wir den hier, Cargos. Ah, hier kann ich jetzt, wenn er jetzt hier quasi, das könnt ihr nochmal zurückgehen, wo ich das gemacht habe, da draufklicken. Ich machen wir nochmal zusammen, also Trailer Config. Und dann könnt ihr sagen, welche Cargos soll mit dem Ding befördert werden können. Okay. Ein Lowloader 5 Axel haben wir wohl nicht. Aircraft Tires. Aros. Asphalt. Bezel. Ja, das muss wohl gehen. Beef. Beer können wir machen. Ja, Beer ist wichtig. Was haben wir denn noch? Ja, das geht wohl auch. Alles mache ich dann nochmal. Kent, das geht auch hier alles. Klar, das können wir alles transportieren. Car Engines. Car Engines könnte man ja auch machen mit dem, aber es ist ein Kühler, soll auch ein Kühler bleiben. Da kommen jetzt keine Maschinenteile rein. Karotten. Na, das sind alles Sachen, die habe ich über die, sag gleich mal, über die Alias mit aufgenommen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das im Grunde genommen mit reinzunehmen. Dann haben wir Käse, Chewing Gums, naja, Chicken Meat, ja, ist okay. Jawohl. Schokolade, natürlich transportieren wir Schokolade. Kokosnussmilch, naja, eher weniger, ne?
Aber wenn sie tiefgekühlt werden muss, vielleicht so eine ganz spezielle Kokosmilch, aber eigentlich muss ich das nicht tiefkühlen. Cottage Cheese, ja. Das Cottage Cheese ist ja Hüttenkäse. So, noch, ja, die müssen wohl auch ein bisschen gekühlt werden. Schnittblumen. Dried Mushrooms möchte ich, ja, das können wir auch machen. Dry Milk, dry, Dynamite, Eisblöcke. Natürlich machen wir auch Eisblöcke. Eiscreme, Tiefkühler, möchte wohl auch ein Eiscreme. Fischburger, jo, Fischstäbchen, dann riecht man mal schön, ne? Fischfinger, weiß ich nicht, ob ich das will. Und hier Frozen, alles was Frozen ist, Fresh Fish, Forklifts, Frozen Food, Frozen und Fruits. Ja, ich glaube, damit haben wir Knoblauch, nee, das machen wir nicht. Gefrorener Apfelsaft, ja. O-Saft. Gemüse auch, ne? Gemüsepatties. So, Gnocchis. Mal gucken, ob wir überhaupt dann das noch bekommen. Irgendwo Bier. Hähnchen, Schnitzel. Jawohl. Ne, Hardware nicht. Und ich denke, das ist jetzt schon mal eine ganze. Die Ice Cream hat man da nochmal. Das möchte ich natürlich gerne anwählen. Das speichern wir mal. Und dann haben wir noch Hotkey-Konfigurator. Call Dispatchers F12, Show Log, okay. Sign Contract, naja, das kann ich auch alles über den Dings machen. Gut, das ist doch schon mal richtig gut, safe. Dann haben wir den, der ist immer noch dran, ne? Der 1F8 hier, das ist hier unser SK Cargo, okay, und das haben wir uns eingestellt. Ja, Base Cargos, was ist das hier? Bases, Cargos, ach, hier kann ich zu den Bases nochmal Cargos quasi, nicht schlecht, Cargos in und Cargos out, das sieht nach sehr viel Arbeit aus, Freunde. Einstellen, mal gucken, ob hier, ja, hier sind so kleine Häkchen gesetzt, ne? Und, müssen wir mal schauen. Also, das sieht nach viel Arbeit aus, aber da kann man so bestimmte Städte, die man gerne anfahren möchte, Audi Hungaria Motor zum Beispiel. Sind das Städte oder sind das Firmen? Bases. Das sind die, ja, das sind die Bases. Das sind die Firmen. Euro-Goodies und so weiter. Könnt ihr euch einstellen, was die alles haben. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Nicht schlecht. Okay, also da muss man sich mal in Ruhe mit beschäftigen. Müssen wir jetzt nicht machen. Und ja. Ich denke, damit konnte ich euch nochmal so einen gewissen Einblick geben. Ihr könnt euch eure eure Mod-Trailer dazufügen. Ihr wisst auch, Dispatcher-Config, dass ich zu meinem Trailer dann bestimmte Sachen und zu den Bases, also bestimmte Trailer-Configs hier vornehmen kann für meinen Trailer, den ich hier habe. Das ist der Cargo 4-Achs hier und dann wähle ich das an zum Beispiel. Also geht schon eine ganze Menge mittlerweile hier mit Tedit. Und ich bin mal gespannt, wie 1.32 wird und ob euch dieses Video überhaupt noch über eine längere Zeit hilft. Ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht. Wünsche euch viel Spaß damit und wenn ihr Fragen habt, nicht an mich. Nein, ich glaube, es sollte jetzt eigentlich alles ganz gut erklärt sein. Und wie gesagt, wenn ihr auch diese Map, die GPS-Text auslesen wollt, ich werde die mal in der Diesel Passion Group wahrscheinlich einfach mal hochladen und dann könnt ihr da hinkommen, wenn ihr die braucht und euch runterladen. Oder ich gebe hier vielleicht einfach mal, ich werde mal unter dem Video, vielleicht nicht gleich morgen, einen Download-Link für meine GPS-TXT eingeben und dann fügt ihr euch einfach dann diese GPS-TXT hier in eure Autosave, da wo Tedit also drinne liegt, ein und ersetzt die einfach mal. Jo, dann schönen Dank, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen und habt noch viel Spaß mit ETS, ATS. ATS ist im Grunde genommen das gleiche, nur in einer anderen Verzeichnisstruktur. Also, bis dann. Tschüss.